Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cities Skylines Grid City. Weiter geht's in der heutigen Folge. Und ja, 46.000 Einwohner sind wir mittlerweile. Die Stadt läuft noch super. Staus sind eigentlich keine da, soweit ich jetzt hier erkennen kann. Ja, der Verkehrsfluss ist ja auch noch top. Das heißt, soweit, so gut, alles passend, ja. Klar, jetzt ein bisschen, was halt nur stark befahren, wenn ich es auch mal mehrspurig dann machen. Aber ich habe mir gedacht, diese Folge bauen wir mal auch einen Frachtbahnhof und schauen, wie der so ankommt. Genau, der Güterzugbahnhof, den könnte man natürlich hier dran bauen. Ist natürlich die Frage, wie geil ist es oder ob man halt eher mittig baut. Eine Schiene reinlegt. Ich würde sagen, wir können den in diesem Folge mal hier testen. Schauen dann einfach, wie der performt und ob wir da was anderes brauchen. Ob wir den auslagern müssen, ob wir ihn lassen können. Wie stark der Andrang das sein wird, habe ich wirklich keine Ahnung, weil es immer unterschiedlich sein kann. Gut, wir haben jetzt auch nur auf dem Hälfte des Budgets. Aber die Leute haben nicht genügend Käufeprodukte, also wollen sie das Ganze mal mit dem Zug exportieren. Und ich schaue mal, wie das so läuft, ja. Ja, gut, wir haben natürlich jetzt auch schon wieder einiges weggemacht, ja. Was ist denn ein Problem jetzt hier? Nicht genügend Kunden. Ja. Gut, habe ich jetzt vielleicht ein paar zu viele Dinge gerade mal gesetzt. Zu viele. Blauen Gewerbegebiete. Aber ja, mal schauen. Kleinere Stau hier an der Stelle? Nee. Kann man nicht Stau nennen, ja. Hat nur vielleicht kurz ein bisschen gestockt. Das kommt mal vor, ja. Je nachdem, wie stark der Andrang dann auch da ist. Oh. Na, wie ist gerade. Ja, Müllversorgungstechnisch. Müssen wir auch mal schauen. Vielleicht setzen wir die auch noch mal ein bisschen mittiger. Müssen wir einfach schauen. Aber soweit passt das ja erstmal. Deswegen ist ja noch in Ordnung. Jo. Genau, sind da schon erste Leute. Ja, ist nicht so krass jetzt. Doch. Sie kommen. Wenn es natürlich mehr werden. Wird das natürlich heftig, aber wir haben echt gar keine Nachfrage. Gut, wir haben auch, ich sag mal so, gut was gemalt. Die haben nicht genügend Käufe, das heißt, da ist noch nichts abgegradet, man sieht's ja. Und hier, die warten auch noch, also. Ja, ich sag mal so. Ich würde fast sagen, dass die erst nochmal wegkommen hier, weil vielleicht brauchen wir dann doch nur zwei und dann haben wir es lieber die anderen schön voll, ja. Ja, das werden wir dann noch sehen, ja. Aber es ist halt schon irgendwie seltsam, dass man sich, dass man keine Nachfrage hat. Oh, das wird jetzt mittlerweile auch ein bisschen genutzt, ein bisschen mehr genutzt, ja. Was auch sehr gut ist, ne. Überall, wo ich Verbindungen, Abkürzungen machen kann, das ist immer für mich eine Verkehrsentlastung mehr, ja. Also so wie er gerade läuft, läuft er ganz gut, der Bahnhof. Ich meine, weil keine Staus und so, ja. Kosten, boah, sind da, aber nur geringfügig wirklich, dadurch, dass wir keine Schienen haben, weil die sind teuer, ja. U-Bahn ist auch noch gut im Profit, also die gleicht das wieder aus, ja. Das ist schon sehr gut, Gewerbegebiete, ja, nehmen wir kaum ein. Ja. Und damit sind die schon ganz gut bedient. Ich meine, wir haben es ja schon bei 30er Geschwindigkeit laufen, ja. Das ist schon eine enorme Sache, die wir da erreicht haben. Wie gesagt,
bald, sag ich jetzt mal, haben wir die kolossale Schlacht und dann kommt die Metropole. Und dann natürlich erst die Megapolis und dann können wir auch die Monumente bauen noch erst. Also das wird noch einiges dauern, aber bis zum nächsten ist dann gar nicht mehr so lang. Schauen wir gerade mal, was die U-Bahn macht. Der Linienübersicht. Oh. Boah, ich denke, hier sieht es sehr gut aus. Ich sag mal so. Es sind schon mal 100 Leute. Dadurch, dass wir so viele Bahnen haben, werden die gut abgearbeitet. Deswegen würde ich so lassen, genau wie hier. Hier reichen 10 auch erstmal aus, aber da würde ich jetzt auch nicht weniger nehmen, denn da kommen ja dann auch noch. Da kommen ja noch mehr Leute dazu zum Wohnen, deswegen kann man es auf jeden Fall erstmal so lassen. Und damit läuft die U-Bahn echt verdammt gut, ja. Und hier laufen echt wenig Menschen. So, dann schauen wir mal. Der Bahnhof wird weiterhin gut angenommen. Ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern die jetzt so Bock haben, dahin zu fahren, ja. Aber ich will mal das hier so machen. Sorry für die, aber ich mag aber diese Ordnung mehr. Ja, so ist geil. Haben wir da jetzt eigentlich noch eine Stromverbindung? Jo, das. Die Mülldeponie. Das ist sehr gut. Oh ja, die reihen sich da schon gut ein. Wohin will der? Oh, der wird wahrscheinlich was importieren. Klar, das gibt's auch. Geil. Aber wenn der so läuft, ist echt geil. Ja, ich. Mal schauen. Ich meine, sollen wir auch echt geringer. Kosten für die Gleise und das ist natürlich auch sehr gut, ja. Jo. Das passt. Ja, dann will ich jetzt auch echt mal sagen, wir grillen hier die Autobahn ab. Das wird früher oder später auf jeden Fall nötig sein. Zack. So, das geht leider nicht so, wie wir das gerne hätten. Also da müssen wir auf jeden Fall auseinanderziehen. Komm schon. Jo. Nee. Nee, so. So. So mehr? Ist der zu nah da dran? Ey. Meine Güte. Was ist denn mit dem los? Boah. Nee, ey. Was will der von mir? So, komm, jetzt. Können wir das so machen? Nee, das ist der im Weg. Der Ma. So. Jo, ist immer noch schön rund. Ich denke, so ist einfach vom Fluss her auf jeden Fall wesentlich einfacher. Sind die Schienen da im Weg? Wie kann das denn sein? Wie bitteschön können die Schienen da jetzt im Weg sein? So. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich sehe schon, die wollen mich nicht haben. Und wieso?
So, jetzt. Ist ja nicht wahr. Die wollen es einfach nicht. Ein bisschen steiler hier. So manchmal, das sowas geht mir auf den Sack. So was, ne. Das ist jetzt auch schon wieder, ne. Dass das hier nicht funktioniert, ja, das ist auch ja lächerlich. Weil so was, ne. Hm. Nein. So weg. Jetzt nur das Problem hier beheben. Wieso er das nicht haben will? Zu niedrig oder was? Nee, ja, was, woran liegt's denn? Jawohl. Ist ja wohl weit genug weg. Ist ja wohl auch hoch genug, oder? Hoch. So, jetzt können wir das hier runtersetzen. Okay. Ja, das ist halt ein bisschen seltsam, weil es so komisch stufenweise nach oben geht. Mann. Gott, das ist jetzt ein Gekrüppel. So, so ein bisschen runde. Ah, der ist ja auch noch. Der ist ja auch noch da. Da kann ich mir vorstellen, dass das hier noch zu eng ist. Und das ist auch noch zu niedrig. Also bei dem anderen ging es richtig gut, ne? Und bei dem macht es jetzt hier so eine Scheiße hier, ey. Das ist echt die Höhe, ne? Das ist wie es ist, sag ich immer. Mhm. Ja, dann machen wir das nochmal wieder ein bisschen runter. Okay, sehr gut. So, jetzt ist das von dem hier schon mal ganz passend. Auch hier ist wieder recht angenehm, sag ich jetzt mal so, ne? Jo, kann man wieder gut drauf fahren. Das hier muss wieder ein bisschen geschwungener. Der war nicht ganz so stark. So. Und das hier ist auch irgendwie ein bisschen gerade. Jo. Schön geschwungen. Joa. Ist ganz schön aufwendig, sag ich mal so, ne? Ein so eine Kreuzung zu machen. Bei Nachfragen bekommen wir auch nicht, ne? Der läuft auch noch wie nach wie vor. Ich dachte vielleicht hier oft ist da halt so eine riesen Schlange. Ist auch nicht, ne? Werden wir mal abwarten. Aber da können wir noch. Aha. Der will es jetzt wieder ganz einfach haben. Der will mir am besten echt alle Upgrades einfach schenken. So, hier ist wieder die Scheiße. Da geht die Scheiße wieder los. Mittlerweile kennen wir uns ja schon gut aus mit. Was wir da machen müssen. Wie die Vorgehensweise da ist. Ist schon klar mittlerweile. Ja, das ist noch ein bisschen noch da. Wieder. Gerade biegen. Wieder so machen. Wieder so machen. So vielleicht eher. Okay, und. Ein bisschen mehr auf die Kurve kriegen. Mal hier ein bisschen komisch abgehakt. So ist gut. So ist die. So Fälle sind ein bisschen linearer. Und vielleicht noch. Okay, sehr schön. So haben wir das jetzt auch geregelt. Das ist irgendwie noch ein bisschen zu tief, finde ich. Aha. Ja, so. So. Auf jeden Fall besser. Ja. Die haben wir schon mal geupgradet. Da kannst du natürlich dann auch wieder schauen. Alles klar, nicht zu Problemen kommen, wenn wir da, weil wir hier drei Spuren, also insgesamt sechs Spuren hier, von da die drei und da die drei,
auf eine verbinden müssen, kann es natürlich Probleme geben. Aber wenn nicht, müssen wir schauen, dass halt nur eine Spur von der, also zwei und eine jeweils von der Abfahrt dann genutzt wird, um es besser zusammenzuführen. Aber momentan ist es auf jeden Fall noch nicht das Problem. Und es ist von der Zusammenführung noch top, weil meistens eben nur ein Großteil von der einen Abfahrt kommt, ja. Ah, hier wird jetzt schon mal mehr der Verkehr. Aber noch in Ordnung. Die Nachfrage, ja. Ist zwar da, also es kommt. Die Stadt wächst, aber wir sehen auf dreifache Geschwindigkeit. Man sieht's, ja. Jetzt kommt ja auch eine kleine Todeswelle mal. Ja, warte. Bevölkerungsveränderung. Ja. Kleine Todeswelle hier. Wahrscheinlich hier auch, aber hier nur gleich geblieben. Oder wir haben keinen neuen gesetzt. Dann war das natürlich ein zu steiler Anstieg. Da sind uns da einige gestorben. Ja, deswegen. Jetzt wieder ein paar weniger. Aber ja, ich meine, jetzt kommen wir, sag ich mal, der Nachfrage entsprechend dazu. Das heißt, nichts zu viel, nichts zu wenig. Ich würde jetzt fast gerade mal sagen und machen, was ich so ein bisschen gesehen hatte. So ein eigentlich Müllproblem, aber. Da würde ich jetzt weniger wegmachen. Müll sieht aber, ja, nee. Brauchen wir noch. Könnte es auch fast nach da unten hin machen. Weil dann. Ja, ist egal. Nee, ich mach da oben hin, weil es irgendwie dann gleichmäßig aussieht. So viel Verkehr ist das nicht. So. Jetzt haben wir hier vier Stück. Würde ich fast sogar auch hier oben, glaube ich, empfehlen. Yo. Safe. Da machen wir es auch in die Mitte, genau. Ja. So. Und auch hier verdoppeln wir einfach mal. Ja. Kann man mal machen. Dann haben wir auf jeden Fall hier die als Strom verbinden. Aber die bräuchten wir nicht mal, die eine. Aber ich denke, zu viel schadet nicht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefällt, gerne ein Abo auf dem Kanal da lassen für noch mehr Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.